Pay attention, please. You can find our Wake News music on wakenews.net. Click Wake News Radio. And on our blog, musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Come on! Guten Abend, grüezi miteinander, buonasera, grüß Gott, bonsoir, good evening, dobry wieczór. Heute Abend wieder live Martin bei Wake News Radio, Wake News TV mit meiner Sendung Schlafstopp. Es gibt eine Fortsetzung Teil 2 mit dem Titel War früher alles besser oder und wie sage ich es meinen Jungen? Ich hoffe und wünsche euch, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2018 gestartet. In meiner letzten Sendung hatte ich ja den Nikolai, den Volkslehrer, im Interview. Da hat sich ja wirklich seitdem sau viel getan mit dem Nikolai, um den Nikolai, dem seine Abonnenten sind wahnsinnig hochgeschnellt. Super, super, super. Bärenstark, dass er jetzt so viele hat und er ist ja auch dauernd, ist er irgendwo eingeladen. Gut, bei Wake News war, glaube ich, das erste Interview, das er geführt hat. Wenn wir da ein bisschen geholfen haben, ihn da zu pushen, sau gut. Und Nikolai, wenn du jetzt zuhörst oder das später nochmal irgendwann anguckst, ich habe ein paar Mal versucht, dir eine Mail zu schreiben, oder habe ich gemacht, bekommt da immer eine Fehlermeldung zurück. Ich habe auch von irgendjemandem was geschickt bekommen, der hat auch eine Fehlermeldung bekommen gehabt, hatte ich dir weitergeleitet. Also wäre toll, wenn du dich nochmal meldest, würde ich dir einfach gerne nochmal weiterreichen. Und mir zeigt es am Kasus Nikolai ganz klar, Menschen, die mutmaßliche Wahrheit sagen und das System zu Recht kritisieren, die bekommen die volle Breitseite des Systems zu spüren. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie es mit und um den Nikolai weiterläuft. Vielleicht ist folgende Allgemeinformel anwendbar. Je mehr Druck, Sanktionen, Bekämpfungen, Repressalien, Sperrungen ein No-Mainstreamer erfährt, umso näher ist er oder sie wohl an der Wahrheit dran. Oder je öfters das Wort Verschwörungstheorie fällt, umso unwiderlegbarer ist offenkundig die tatsächliche Lage. Nun, super, dass ihr eingeschaltet habt, bei mir seid, mir zulauscht und in 2-3 Tagen oder 4, der Detlef und das ganze Team hat ja wahnsinnig viel zu tun, kommt es ja irgendwann wieder auf YouTube und auf unseren anderen Kanälen, guckt es euch dann auch nochmal an. Vielen, vielen Dank. An der Stelle, wie immer, wiederhole ich mich aber gerne, ganz liebe Grüße an das Wake News Team und alle anderen No-Mainstream-Kollegen. Guten Abend nach Landau an Maria Luise. Leider lange nichts mehr von dir gehört, gelesen, du. Und natürlich dank dem TOS für die Kameraüberwachung und Technik. Wake News Radio, Wake News TV ist unkommerziell. Also, wenn ihr ein paar Euronen übrig haben solltet, freuen wir uns, wenn wir da was bekommen. Dankeschön für das. Kann auch wenig sein, muss kein Riesenbetrag sein. Wir von Wake News erhalten kein Honorar. Sämtliche Spenden, die ihr uns gebt, dienen zur Deckung von Mietstrom, Serverkosten und wenn was kaputt geht. Und das passiert ja ständig. Kurz was zum Wetter in Hessen. Seit knapp einem Monat ist fast jeder Tag hier dauerdüster. Recht viel Regen, die Temperatur am Tag liegt so zwischen 8 und 11 Grad. Kein Schnee, Mehlmotten fliegen sogar schon rum. An was liegt denn das wohl? Also ich weiß es oder ich glaube es zu wissen, die meisten doch von euch sicherlich auch, oder? Gut, mein geliebtes Eheweib, der TOS, hat da natürlich wieder andere Erklärungsansätze und Theorien dafür, die darf er haben. Ah, TOS. Seht ihr jetzt nicht, weil ihr seht mich nicht, es ist ja jetzt im Moment nur auditiv. Ich trage ein Weihnachtsgeschenk von meinem geliebten Eheweib, lasse ich auch heute den ganzen Tag auf. Es ist nämlich eine Alu-Mütze.
Und ja, ich habe ja vor vielen Monaten mein Eheweib nachts dauernd belabert, 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 erklärt. Oh, das waren ja Monologe. Dann habe ich es ein bisschen eingestellt, dann war es nur noch so eine Stunde am Tag. Jetzt habe ich mit dem Toss den Deal gemacht. Psst, ich sag nichts mehr. Ich poste ja eigentlich alles so, die wichtigsten Sachen auf Facebook. Wenn der Toaster sich das anschauen möchte, kann er das gerne tun. Von mir aus sage ich wirklich nur ganz, ganz wenig, weil ich habe gemerkt, das führt immer irgendwie zu unschönen Momenten. Und das vielleicht auch als Tipp für euch, wo ja manche in ähnlichen Situationen sind, ruhig bleiben, Aufwachphase lassen, Schnauze halten, wer gefragt wird, soll antworten. Was ganz wichtig ist, kann man rausjagen, aber nicht belabern. Und das habe ich jetzt mir einverleibt und daran versuche ich mich zu halten. Tja, der erste Teil, der war ja dann, also dann kam nochmal eben das mit dem Nikolai. Und der erste Teil, da habe ich nur ein bisschen was erzählt gehabt. Geht jetzt natürlich auch nicht, aber wer sich dann später das Video anguckt, jetzt hier das neue, kann sich natürlich nochmal die fünfte Sendung angucken. Da ging es dann ab Minute 48:30 bis Minute 55:15. Und wenn ich sage, war früher alles anders, muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, denn was heißt früher? Ich bin 1964 geboren, dann würde ich sagen, an früher kann ich mich erinnern, wie ich so 1974, also 10, 11 Jahre alt war. Was da vorher gewesen ist, habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung von. Deswegen müssen wir jetzt das mit dem Früher so jetzt mal auf diesen Zeitraum beschränken. Oder ab da beginnen. Ich erwähne trotzdem noch ein paar Punkte. Ja, schneller. Es ist alles schneller geworden. Früher ist man gelaufen, dann gab es irgendwann, also Pferde gab es schon, aber da hat man geritten, dann gab es Kutschen. Ja, und dann gab es irgendwann Autos und irgendwann Flugzeuge und irgendwann Züge. Also alles schneller geworden. Besser, der Konkurrenzkampf ist größer geworden. Realschulabschluss zählt schon nicht mehr. Kinder und Jugendliche haben zum Teil wahnsinnig viele Termine unter der Woche, schon auch im Grundschulalter. Der Satanismus ist größer geworden. Die Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Man wird mehr entmündigt. Die Manipulation ist mehr geworden. Der Wert- und Sittenverfall. Also, da haben schon starke Entwicklungen sich breit gemacht. Ja. Man will jetzt, also viele wollen noch immer ganz viel Geld, ganz tolle Urlaube, ganz tolle Autos, ganz tolle Häuser. Wer das nicht hat, glaubt, erzählt nichts, ist in meinen Augen schwachsinnig, aber für manche oder für sehr viele gilt das leider noch. Ach ja, ich vergaß auch den Impfzwang. Gibt es bei uns in Deutschland immer noch nicht komplett. Da hätte ich gern auch eine Frau kurz eingespielt, die wollte es aber nicht. Das ist eine Freundin einer meiner guten Freundinnen und deren Kind ist jetzt, glaube ich, so zweieinhalb. Die hat es angemeldet beim Kindergarten und da hieß es dann von der Kindergartenseite, jetzt ist übrigens in der Pfalz. Klar, sie kann in den Kindergarten gerne kommen, also das Kind. Es muss aber vorher geimpft werden. Und da frage ich mich dann auch, das ist ja schon eine Art Impfzwang. Ja, also okay. Weniger geworden ist irgendwie die Freizeit, die Menschlichkeit, das Verständnis, die Empathie, soziales Verhalten, die Gerechtigkeit. Es gibt sicher noch ganz viele alternative Heilmethoden, aber die werden eben nicht bezahlt und von daher sind sie eben auch für einen nicht geringen Teil eben, das können sich die Leute nicht leisten. Und natürlich dieser Genderwahn, es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ich kenne nicht Cis und Dis und Swiss und Wiss und was es da alles gibt, das ist ja auch wahnsinnig. Und auch diese frühkindliche Erziehung, ich glaube auch also in manchen in Kindergärten geht es vielleicht schon los, in der Grundschule geht es auf jeden Fall los. Da weiß ich auch nicht, ob man da schon, egal wann, sämtliche Sextoys zeigen muss, sämtliche Praktiken zeigen muss, sämtliche Sachen aufführen muss, wo man sich irgendwo etwas reinstecken kann. Ich denke, das wäre jetzt so wieder meine Meinung tatsächlich, aber meine, bis zur 7. Klasse sollte man über Sexualität schon sprechen, aber alles
was unnatürlich ist. Und unnatürlich sind für mich alle Dinge, die jetzt nicht der des Kindbekommens dienen. Ja, ich bin ja auch kein Kind der Traurigkeit. Freunde der Vernunft, Freunde der Sonne. Ich habe auch schon einiges auf dem Sektor erlebt und mitmachen dürfen. Sehr schön. Aber ich sage es auch ehrlich, manches ist sicherlich davon auch nicht so ganz natürlich oder diente nur dem reinen, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht auch, dass ich jetzt hier nicht, aber also alles, was unnatürlich ist, hat bis zur siebten Klasse nichts verloren. Und wenn es bis zur siebten Klasse was verloren hat oder hätte, dann kann man auch ein Chemtrail-Seminar im Kindergarten machen oder ein Seminar über Logen, über Illuminaten, über Soros etc. pp. Ich denke, bis zur siebten Klasse hat das da auch nichts verloren. Also dann bitte bleibt dann erstmal im Low-Level und baut langsam drauf auf. Ja, und jetzt ist ja auch eine Musiksendung. Ich hätte jetzt gerne von Billy Blaze das erste Lied eingespielt bekommen. Change is coming! Und auch ganz wichtig, unseren Wake News Music Channel findet ihr auf wakenews.net, Unterpunkt Wake News Radio, und auf unserem Blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Auf geht's! Coming through.
Jetzt stellt sich für mich, ich denke auch für viele andere, die Frage, ob diese Entwicklung der Gestalt wirklich gut sind, waren und ob hinter diesen Entwicklungen wirklich nur gute oder nur gute Absichten bestanden. Natürlich profitiere ich auch von manchen Entwicklungen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was haben sie aber trotzdem letzten Endes gebracht oder wem haben sie was genutzt? Ist ein Stopp oder zumindest eine starke Bremse dieser Prozesse abzusehen? Nein, nach meinem Dafürhalten wäre es aber zwingend notwendig, schon allein der Erde, den Menschen und der Tiere wegen. Die Hauptintention dieser seit vielen Jahren in die Wege geleiteten und raffiniert ausgeklügelten negativen Entwicklung ist es, so sie ist jedenfalls, die manipulierten Menschen sollen immer stärker von ihrer Seele, von ihrer Quelle, von der Natur, von dem Göttlichen abgeschnitten werden. Hatte ich auch schon mal in einer von meinen Sendungen gesagt, ich denke aber, das ist auch immer ein wichtiges Thema und auch wer sich ständig im Hamsterrad dreht, ja wirklich auch sogar bewusst drehen will, aber auch vermeintlich drehen muss, da gibt es ja auch viele Zwänge, oder und sich permanent von U-Elektronik Mainstream-Gesabbere ablenken lassen will, langer Satz, mutmaßlich die Bild-Zeitung als erste und beste Informationsquelle nutzt, und sich derart manipuliert gehalten lassen und weiterschlafen möchte, sind wir ehrlich, die hat doch dann kaum noch oder gar keine Zeit oder will auch gar keine Zeit dafür aufbringen, über de facto wirklich die wichtigen Dinge, über sich selbst, über seine, ihre Jungen, über die Matrix nachzudenken. Das war und ist aber eben ja so beabsichtigt. Das weitere Fatale an der Sache ist natürlich, dass das Verhalten dieser Schlafschafe und Schlafschaf, dieses Ganze klingt ja auch immer so ein bisschen negativ, ja, das ist, da will ich auch niemanden beleidigen mit, es hat ja an für sich einen negativen Charakter. Ich finde, es trifft es gut, das Wort, aber wenn man jemand zu jemandem sagt, hey, du Schlafschaf, fühlt er sich wahrscheinlich auch gleich angekekst, ja. Aber das Verhalten, sage ich jetzt mal, solcher noch etwas schlafenden Menschen, spielt doch leider somit dann in vollendeter Perfektion in die Hände des Bösen bzw. der Bösen und hält außerdem, was sehr schlecht ist, dieses kranke, perfide System doch einfach noch am Laufen. Im Moment noch, Freunde. Tja, ich erlebe es ja auch ein bisschen hier tatsächlich mit meinen Stiefkindern, ja. Also, wer und alter Geschlecht ist egal. Beispielsweise über 300 eventuelle Freunde in sozialen Netzwerken verfügt, sich aber niemals live auch noch nur mit einem einer trifft, der lebt doch vollständig im irrealen Irrsinn und Wahnsinn. Wenn alle 3-4 Sekunden für neue WhatsApp-Nachrichten eingehen, ist doch die Suggestion total perfekt. Mensch, du wirst gemocht, geliebt. Du gehörst der Community an. Du bist ein wichtiger Mensch. Du meinst, das ist pervers. Du meinst, du bist im Geschehen, im sozialen Geschehen drin. Ich wüsste jetzt nicht, bei aller Liebe, ich habe es noch nie probiert, wenn man jetzt in so eine WhatsApp schreiben würde, hey Freunde, mir geht so beschissen, ich glaube, ich bringe mich jetzt gleich um. Was da zurückkäme? Ich weiß es nicht. Aber dieses schon allein, du bist ja permanent. Du hast ja dieses Ding permanent irgendwo am Arsch drin stecken, in der Brusttasche drin stecken, dauernd kling, klong, kling, klong, kling, klong. Ich habe kein WhatsApp. Nein, ich komme jetzt mit dem Kopfhörer nicht an mein Handy dran. Das ist eben nur so ein normales zum Telefonieren. Ich kann halt nur mit telefonieren, ja, und wenn es bimmelt, gehe ich dran, aber klar, ich erlebe es ja auch bei mir selbst, muss ich mich auch, für mich ist ja vielleicht so ein Handy jetzt hier der Laptop, wo ich eben auch wirklich stundenlang am Tag vorne dran sitze, jetzt nicht auf Nachrichten oder Facebook-Posts hoffe oder Freundschaftsanfragen, sondern, ja,
mich einfach, ich sag's jetzt mal, weiterbilde oder weiter informiere. Und da übertreibe ich es vielleicht auch mit 6, 7, 8 Stunden am Tag auch, das mag gut sein. Erfahre dann aber trotz alledem auch immer was, auch wohlwissend, sicherlich ist nicht alles richtig wahr. Sicherlich ist manches auch bewusst falsch reingesetzt worden. Aber ich glaube schon, dass es jetzt so ein bisschen im Laufe der Jahre auseinander dividieren kann. Was ist Fake? Was ist, könnte ein halber Fake sein? Und was, denke ich, ist auf jeden Fall korrekt? Und diese Menschen natürlich, die den ganzen Tag eben in diesem Handy waren und WhatsApp und sonst was verbleiben, die kann ich eigentlich auch nur, und da möchte ich auch wieder keinem weh machen, aber einfach nur sagen, das sind vermatrixte, arme, bedauernswerte Menschen. Sie haben sonst nichts. Das ist auch eine Art Droge, Entschuldigung, auch eine Art Illusion, was vorgegaukelt. Und auch klar, wenn ich gucke und jetzt, da wäre es dann auch nochmal wirklich interessant zu wissen, was sind das für Nachrichten? Oh, ich gehe jetzt einkaufen oder ich habe den Gerd gesehen und ich habe die Petra gesehen. Wahrscheinlich ist das, ach, das meiste wirklich nur schwachsinniges Gelaber. Und so geht es weiter. Und diese unaufhörliche Konsumtion, anstatt über lebensnotwendigem Recherchieren und miteinander reden, das ist ein unterm Strich ein Circulus Viciosus, den ich auch noch nicht so ganz aufgebrochen habe. Ja, das ist, man sitzt da am Essen und der guckt da und die guckt da. Das ist schon, ich sage jetzt mal, soziales Interagieren ist anders. Die sind es so gewohnt, deswegen kein bösartiger Vorwurf. Aber meine Fresse. Meine Fresse, ja. Also auch sau viel und noch mehr arbeiten, um noch mehr zu verbrauchen oder und überhaupt überleben zu können, ist eine der aufoktroyierten Pflichten dieses Matrixplans. Und durch die ganze Ablenkung, den ganzen Kram, bleiben diese Menschen natürlich im Winterschlaf, sogar im Sommer bei über 60 Grad und merken es nicht. Der Frosch, das ist wirklich das beste Beispiel. Entschuldigung, ich muss nochmal trinken. Jetzt geht es mir also wie Detlef. Ah, pardon. Ja, es wird immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer. Und man kriegt es nicht mit. Ach, apropos Facebook, meine Kinder, fällt mir jetzt auch ein. Genau, also die hatte ich ja, hat ja den Detlef gebeten, meine Kinder da bei der letzten Nikolai-Sendung mit aufs Bild zu nehmen, mit dem Balken vor. Glaube, also ich habe sie erkannt, die anderen werden sie jetzt so nicht erkannt haben. Und 1, 2 Tage, 3 Tage später war ich dann tatsächlich gestreikt. Meine eigenen Kinder haben mich dann echt aus Facebook verbannt oder mir die Freundschaft gekündigt. Ja, müssen Sie ja nicht, ich bin ja immer noch Ihr Vater. Und an der Stelle fällt mir ein, Kinder, lasst gesagt sein, ihr seid nicht besser und schlechter, weil ich euer Vater bin oder nicht. Und ihr seid nicht besser und schlechter, weil ihr noch so verträumt seid. Aber da habe ich auch gemerkt, ach Gott, oh, ich will mich ja noch da bewerben. Und oh, also auch das, wie gesagt, die sind ja schon 30 und bald 20, wo man wieder ein bisschen beim Schlafrhythmus wären, ja. Ich bin Ihnen nicht böse. Wir haben dann nochmal geskypt, also, aber da ist halt auch schon seit längerer Zeit, aber nicht nur aufgrund meiner Tätigkeit, so ein bisschen Eiszeit angesagt. Es ist, wie es ist. Vom Nikolai haben wir es gehört, vom Herrn Bäumer haben wir es gehört. Hier kriege ich es ja teilweise auch zu spüren. Ungemein schwierig, wenn man da doch so ein bisschen anders denkt. Und ja, auf Leute zugeht und die dann denken, man ist ehrlich komplett blemblem, ist nicht schön. Man ist dann wirklich alleine. Ja, jetzt gucke ich nochmal zurück auf meine Jugend. Was habe ich gemacht? Also, ich war wirklich bald jeden Tag draußen. Ich war ein begeisterter Fußballer. Ich habe auch stundenlang alleine mit dem Ball gegen die Wand gekickt und habe was probiert. Ich musste nicht unbedingt jetzt mit anderen Jugendlichen oder Kindern spielen, aber ich war draußen. Auch bei Regen und auch bei Schnee und habe versucht, irgendeinen Ball anzuschneiden oder den in den Winkel zu setzen und habe irgendwann auch einigermaßen gut Fußball gespielt. Ich war draußen. Und wenn ich nicht gekickt habe,
Dann sind wir Rad gefahren oder wir sind Zelten gefahren. Wir haben Partys gemacht. Klar wurde da auch gesoffen, logisch. Klar, Drogen jetzt ich nicht, aber das war geil. Da war mal jede Woche eine Party. Ich bin auch, ich kann es ja jetzt verraten, auch so mit 13, 14 bin ich dann nachts, weil ich durfte ja nicht raus, ist natürlich mit 13, 14 auch ein bisschen jung. Andererseits, damals konnte man noch raus in dem Alter und damals hätte sogar ein Mädchen relativ problemlos in dem Alter rausgekommen, das nur am Rande. Heute habe ich ja schon Angst, wenn mein 13-jähriges Stiefkind um 8 noch draußen ist, das nur am Rande. Bin ich nachts abgehauen, ja, ich habe mich dann abgeseilt, habe einen Schlüssel geholt, bin raus, ganz leise zugemacht, feuerwehrmäßig über die Geländer runtergerutscht und bin dann zu Freunden, habe da Party gemacht und bin dann irgendwann morgens um 5, 6 wieder leise tak, 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 hochgeklettert und habe wieder aufgemacht. Ging eine Zeit lang gut, irgendwann bin ich aufgeflogen, aber es war eine tolle Zeit. Und vergleiche ich jetzt das Programm, was ich gemacht habe damals, mit dem Programm, oder was meine leiblichen Kinder gemacht haben, die sind ja eigentlich nochmal eine Generation weiter als meine Stiefkinder, ja, dann sehe ich schon extreme Unterschiede. Auch meine Kinder habe ich, auch wenn ich da gar nicht so lang bei der Erziehung oder sonst was dabei war, schon wirklich ganz extreme Unterschiede. Und da würde ich einfach sagen, jetzt aus meinem Gefühl und meiner Erfahrung raus, es ist nicht besser, sondern beinahe in jedem Hinblick ätzender geworden, schwieriger, unmenschlicher, beschleunigter, gefährlicher, ungesünder. Nur verglichen jetzt mit meinen eigenen Kindern, ja. Und wenn ich jetzt noch einen draufsetze und eruiere die Situation, also oder den Vergleich meiner Jugend mit der Jugend oder der Kindheit jetzt meiner Stiefkinder hier, dann ohne Scheiße vergeht mir komplett das Lachen. Abhanden gekommen ist mir das gute und sichere Gefühl. Ich habe ehrlich Schiss. Ich habe Angst, wenn die 7-Jährige vom Kindergarten heimläuft. Vor allem abends. Und da ist schon dunkel, da habe ich Angst. Ich habe auch Angst um deren Gesundheit. Also um die Sicherheit habe ich Angst, um die Unversehrtheit. Irgendwann war das doch mal auch, dass man jetzt die WhatsApp-Dinger lesen kann oder überwacht werden kann. Ja. Irgendwie scheint es dann aber auch nicht mal jetzt unbedingt 13-Jährige zu interessieren, ja. Ich meine, wie gesagt, die erzählen da jetzt nichts Dramatisches. Dennoch ist es ein Eingriff in die Privatsphäre und niemand hat zu lesen, was ein 13-Jähriger, eine 13-Jährige mit jemand anderem schreibt. Auch wenn dann da stehen würde, du, ach Gott, ich habe einen eingewachsenen Zehennagel. Aber das spricht man an und ja, dann gucken sie einen an. In Anführungszeichen treu doof, dann bin ich überfragt, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Tos, guckst du nochmal nach der Kamera? Läuft noch, okay. Und da bin ich einfach überfragt. Und schauen wir mal jetzt auf so meine Stiefkinder weiter, die stehen schon um 6 Uhr, 6.30 Uhr morgens auf. Also ganz früh auf den Beinen und sind manchmal bis 15, 16 Uhr unterwegs. Da gehört natürlich auch noch die Hin- und Rückfahrt mit dazu, aber 6.30 Uhr bis 15, 16 Uhr. Gut, zweimal könnten sie früher heimkommen, da haben sie noch eine AG, aber das ist ja schon ein Wahnsinnspensum. Ich sag mal, in der Zeit geht eigentlich gar nicht viel. Dann sage ich, da packt sie die Matrix, das System, aber völlig an allem. Man kann an Mädchen an Vielsagen ziehen und an Männern an Vielsagen ziehen. Da packt das System den schon überall dran und zieht sie, wo es nur geht. 6.30 Uhr bis 16 Uhr. Und dann ist ja vielleicht noch Hausaufgaben oder und vielleicht noch ein bisschen Haushalt. Ja, was ist das für ein Tag letztlich? Was ist das für ein Leben?
durchgeplant, durchexerziert. Das sind doch keine Aussichten mehr für Kinder und Jugendliche. Selbst wenn sie keine Schlafschafe bleiben wollten und sich für ernste Sachen interessierten, sie haben gar nicht mehr die Kraft, die Kapazität und nicht die Zeit, sich wirklich drum zu kümmern, denn dieses verlaust, verranzt, versifft, verfilzte, straffe Programm ist eine intendierte Tortur und lässt somit, so ich wieder, ganz wenig Spielräume für Matrix-Überlistungsstrategien offen. Ich konstatiere, früher und noch früher und noch ganz viel früher war nicht generell alles besser, jedoch war es generell anders und woraufhin dieses anders generell besser war. Jetzt brauche ich wieder ein zweites Lied. Ich bin da mit der Stimme, ich weiß ja gar nicht. Chemtrails oder was? Ja, ich weiß es nicht. Gut, ich hätte jetzt gerne das zweite Lied von Aufgewachter. Wir leben wieder natürlich. Pay attention, please. You can find our Wake News Music on wakenews.net. Click Wake News Radio and on our blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Come on! Hi folks, pay attention please. You can find our Wake News music. Leute, die Erde, die Natur hat alles für uns vorgesehen. Es gibt doch alles. Wir lassen es nur nicht zu. Wir betonieren alles zu. Wir bauen nun irgendwelche Bunker, Hausanlagen, die aussehen wie schlimmere Kaninchenställe. Das ist Kaninchen wahrscheinlich besser. Also wir leben in Betonburgen und alles ist zugepflastert. Und man dann hier in Gärtner und dann verschnippelt hier in irgendwelchen Pflänzchen rum, die dort eigentlich gar nichts zu suchen haben. Und, ja, also, das ist doch alles. Es ist wieder natürlich. Wir leben wieder natürlich. Das ist auch das Problem, das wir haben. Diese Eliten, in Anführungszeichen, die haben uns doch einfach vollkommen in die falsche Richtung gelenkt und geleitet. Dieses Ganze, dieses Ausbeuten und dieses Versklaven und dieses Auspressen und nicht teilen wollen und diesen Hass. Ist das der Sinn des Lebens? Geschäft und Geld hinterher zu jagen und dabei alles andere aufzugeben, wie Freundschaft, wie Lebensqualität, wie geistige, spirituelle Werte. Die sogenannte Elite, wir nennen sie ja DIMS, also die haben sich Bunker gebaut und die müssen sich verbunkern, weil die Angst haben vor ihren eigenen Mitmenschen. Deswegen verbunkern sie sich. Wir haben vom eigenen Volk geht in so der Arsch, ja, weil viele sind wach geworden. Und macht euch bewusst, das schafft der stärkste Mann der Welt, Mensch. Kochen Sie nach heißem Wassertopf, den Deckel drauf zu halten. Irgendwann macht es, peng, dann knallt der Deckel um die Ohren. Sie sollen sich verbunkern. Ich bedauere das. Sie lassen sich in ihre Bunker verkriechen. Für ihr Leben, für ihr restliches Leben da unten. Nicht? Mögen wir vielleicht noch nicht die Masse der Menschen sein, die hier aufgewacht sind, müssen wir also alles daran setzen, dass unsere lieben Mitmenschen den Weg dahin schaffen. Denn je mehr wir sind, je mehr mitmachen, umso besser und umso erfolgreicher sind wir. Und das fürchten natürlich die Dims. Die schlottern zu Hause schon vor ihren goldenen Kaminen und ihren Platinen Rolls-Royce. Irgendwo vor ihrer, was weiß ich, Yacht, irgendwo, davor, dass wir vielleicht wirklich aufwachen und ihnen das Leben ein bisschen schwerer machen. Hallo, willkommen, all ihre Geheimdienste, seid ihr alle wieder da? Hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Ich denke, das sind die allermeisten auch so, dass Kinder und Jugendliche, es müssen gar nicht die eigenen sein, wirklich das allerwichtigste Gut sind. Und so stellte sich für mich die Frage eben, ist ja auch ein Titel der Sendung heute, wann, wo und wie wecke ich
oder ihr sie altersgerecht, ganz wichtig, altersgerecht auf. Und vielleicht ist Aufwecken auch zu doll ausgedrückt. Anstupsen wäre schon schön wichtig. Jetzt komme ich an meine Grenzen, das muss ich ehrlich sagen. Das ist irgendwie dumm und blöd, weil das passiert mir seltenst. Da bin ich aber absolut überfragt, wie das vonstatten gehen soll. Und da wäre ich euch auch echt um Tipps, Zuschriften sau dankbar, wie ihr das handhabt, wie ihr das mit euren Jungen regelt. Ich sitze hier als wirklich, es ist schon eine Art Verzweiflung da. Ich sehe irgendwas oder ich habe was gehört. Wobei, das muss ich jetzt auch nochmal, das kann ich auch sagen, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Kurz vor der Wahl vom Trump kamen meine zwei ältesten Stiefkinder aufgelöst, und ich habe es vielleicht auch schon mal in der Sendung gesagt, ach Gott, der Trump, oh je, es gibt Krieg, ei, oh, der Trump, oh, die sonst also sich da wirklich komplett bedeckt halten, zu Politik sich im Grunde so gut wie gar nicht äußern, aber da war irgendwie eine Trump-Hysterie. Ich weiß jetzt nicht, woher sie das haben, ob das jetzt rein, weil sie irgendwas geguckt haben in ihrem Smartphone, oder ob das sogar bei Lehrern Thema war oder und im Pausenhof. Aber wenn jetzt auf einmal wirklich so von 0 auf 300 so politisch oder irgendwie gar nichts kommt und die waren irgendwie am Boden zerstört, ja? Der Trump, oh je. Und da habe ich, glaube ich, auch falsch reagiert. Ich war da auch komplett überfragt. Da habe ich gedacht, ist das möglich? Was ist los? Aber ich war dann eben auch irgendwie paralysiert. Ich war ruhig, das war ein Fehler. Aber da war Action und es ging noch ein, zweimal vor. So. Und ich gedacht, woher kommt das jetzt? Und wer ist die Clinton gewesen? Wäre das dann gekommen? Ich habe keine Ahnung, aber da habe ich auch gedacht, scheiße, da läuft was falsch. Also, woher jetzt der Hype? Wie kam es dazu? Was regt die jetzt auf einmal so auf, wo sie sich doch eigentlich sonst einen Scheißdreck drum kümmern? Aber ihr seht, es gibt manchmal so Momente, da versag ich auch komplett, und ich glaube, da habe ich versagt. Da hätte ich mehr machen müssen. Und es ist ungemein schwierig, dann darauf einzugehen. Deswegen nochmal, bitte schickt mir was auf martin@wakenews.net, was ihr da so machen würdet. Ich bin ja fleißig und habe immer ab und zu mal eine Idee und habe dann einen Fragebogen mal entwickelt. Es ist letztlich eine Minimalerhebung, ja, was Kinder so zwischen und Jugendliche, also Jungen zwischen 12 bis Ende 16 zu denken, zu machen, was sie bewegt. Und ja, den habe ich entworfen, habe es dann als PDF. 5 Schulen in Hessen, das waren 4 Gesamtschulen und eine Realschule, zukommen lassen. Ich lese mal, es wird eingeblendet dann im Video, ich lese mal ein paar Punkte draus vor. Einer wäre gewesen, in meiner Freizeit mache ich am liebsten, zwei Antworten wäre es gewesen, in meiner Freizeit mache ich am unliebsten, auch zwei Antworten. Die zwei wichtigsten Themen, die mich momentan am meisten beschäftigen, sind, zwei Antworten, die zwei unwichtigsten Themen sind, am meisten Angst habe ich vor, zwei Antworten. Es waren immer zwei Antworten eigentlich zu machen. Am meisten freue ich mich auf, und das waren dann so 16 Fragen, ja. Nichts Spektakuläres, jetzt auch nichts komplett Intimes. Die Schule wäre nie erwähnt worden. Es wäre alles anonym, man hätte nur eintragen müssen, männlich, weiblich und wie alt man ist. Also ich habe das eben diesen... ein Punkt noch wichtig, du bist eine Fee und hättest jetzt selbst einen Wunsch quasi, was würdest du dir wünschen, ja, oder erfüllen können? Es war ein Versuch von mir,
weil ich hier tatsächlich mit den Stiefkindern, auch mit meinen leiblichen, damals schon Schwierigkeiten hatte, da irgendwie auf einen Nenner zu kommen oder auf ein gemeinsames Gesprächsthema. Es war ein Versuch mit dem Fragebogen, im Prinzip den kleinsten Nenner zu finden. Beispiel, ich hätte es jetzt auch so 50 bis 80 jugendlichen Kindern nur gegeben, wenn nicht repräsentativ, aber so ein leichter Trend. Wenn jetzt da gestehen werden, am meisten interessiert mich mein Handy oder mein Smartphone, dann hätte man darauf aufbauen können und weiterfragen können. Wenn jetzt rausgekommen wäre, mich interessiert am unwichtigsten Tierschutz, okay, dann wird es relativ wenig Sinn machen, sich wahrscheinlich mit Jugendlichen und Kindern oder als erstes Thema den Tierschutz zu erwähnen. Das wäre hirnlos. Die würden dann, wenn sie nett sind, noch sagen, aha, ja. Aber eigentlich würden sie auch, halt doch die Schnauze, was interessiert mich der drecksverlauste Tierschutz, ja. Deswegen war so ein Versuch, wirklich so ein kleines Abbild zu erreichen. Was könnte die interessieren, ja, und was ist wichtig für sie? Und wenn ich das dann so ein paar Punkte rauskristallisiert hätte, dann hätte ich auch tatsächlich hier ein bisschen leichter mit meinen Stiefkindern. Oder eben auch, ich hätte dieses Ergebnis natürlich auch der Schule zur Verfügung gestellt. Und ich sage ja nochmal, auch mit Kindern, egal, leiblich, Stief, andere, musst du auf irgendeine, aber nicht nur mit Kindern, mit Erwachsenen auch irgendwo auf eine Ebene kommen, eine Stufe, sonst bringt eine weitere Kommunikation, ein weiterer Austausch nichts. Sprichst du ein Thema an, das unwichtig, uninteressant ist, wird abgeblockt. Sprichst du ein Thema an, das den anderen sowieso ankotzt, hast du eh und je verloren. So, also 5 Schulen habe ich es geschickt. 3 Schulen haben auf meine Anfrage hin gar nicht geantwortet. Bei 2, wo ich dann noch nachfragte, bekam ich einen Ablehnungsstrike. Warum wohl? Und da standen mir, und da ist ja auch ein Bild in der Collage, da standen mir die Haare zu Berge. Wie gesagt, alles anonym. Alles anonym. Niemand hätte einen Schaden erlitten. Und jetzt stelle ich mir weiterhin die Frage. Müsste nicht gerade den Lehrern, Lehrerinnen, die mit diesen Kindern, sprich Jungen, fast täglich über viele Monate, wenn nicht Jahre zu tun haben, diese betreuen, die ja irgendwo auch eine große Verantwortung für sie haben, eine, in dem Fall meine, derartige Kurzevaluation von großer Bedeutung sein? Ich bin ja kein Wissenschaftler oder kein Psychologe. Ich meine, abgelehnt haben es ja nicht mal die Kollegen im Kollegium, sondern es ging ja immer an die Chefin, die Schulleitung oder an den Chef der Schulleitung. In dem Fall an Einzelmenschen. Und da habe ich weiter überlegt. Also ich war jetzt nicht enttäuscht. Man kann mich so leicht nicht enttäuschen. Ich habe aber nur gedacht, ich hätte ja auch noch problemlos leben können, wenn gekommen wäre so eine Antwort, wir haben keine Lust. Wir haben keine Zeit. Entweder Sie kommen und machen das und nehmen es dann wieder mit. Gar nichts. Und dann habe ich mal weiter mir Gedanken gemacht und überlegt. Ja, einfach ein paar Fragestellungen, die ich euch jetzt mal gerne mitteilen möchte. Interessieren sich die Lehrer, Lehrerinnen maximal oberflächlich für die Belange ihrer Anvertrauten? Sollen diese Belange mit Absicht verdeckt bleiben? Gesetzt den Fall. Was beschäftigt mich am meisten? Das scheiß Schulsystem oder die scheiß Lehrer oder die scheiß Schule. Das scheiß Lernen. Wenn das rausgekommen wäre, wird es natürlich dann so als Ergebnis für die Schule, für die Lehrer, für die Lehrerinnen schon auch ein Strike. Ne? Also sollen diese Belange mit Absicht verdeckt bleiben, um das kranke System im Allgemeinen und das malade Schulsystem, was es ja wirklich ist, nicht zu hinterfragen. Sich selbst nicht zu hinterfragen, ob das, was ich im Unterricht tue, einfach nur wieder
Befehl, Gehorsam, Lehrplan, mach das, mach das, mach das. Sich nicht dazu bewegen zu lassen, den Unterricht auf Basis der Evaluation zumindest in manchen Teilen notgedrungen umstellen zu müssen. Also wenn da jetzt viel wäre, zum Beispiel, ich habe Angst vor Krieg oder sowas, als Beispiel, ich weiß ja nicht, was rausgekommen wäre, wäre so ein Ergebnis für mich auch wichtig, dass das dann in der Schule behandelt wird. Natürlich auch weiterhin weiterschlafen zu können. Der Nikolai sagt, hat es ja auch unlängst, oder er sagt es unlängst, sagt es immer wieder, es gibt Kollegen, die meisten kümmern sich auch wirklich noch toll, sagt er, um die Kinder. Aber sie haben eben diesen sicheren Posten. Sie haben natürlich auch viel zu verlieren, letzten Endes diese Sicherheit, dieses Geld. Und das ist der Preis dafür, sagen wir mal jetzt aus deren Sicht, deren positiver Preis. Aber leiden tun dann möglicherweise eben die Jungen. Ist es die Absicht, diese Kinder, diese Anvertrauten und Jugendlichen mit vollem Kalkül in dieser Matrix belassen zu wollen? Also aus noch unbefleckten, noch unerfahrenen, noch verbieg- und formbaren Menschen systemtreue Matrixer, eine neue Wortkreation, Matrixer zu konstruieren? Und da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit raus. Moment, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz hier ein bisschen mehr um Ruhe bitten im Raum. Danke. Ja, zu kaschieren. Schulen sind Thinktanks, vielleicht. Gut, kann man ja jetzt nicht und endgültig klären, ich ja schon gar nicht. Aber verlaufsverdächtig ist das nach meinem Dafürhalten schon und nicht gut. In Finnland läuft's und lief's übrigens viel besser. Die ganzen Links und so habt ihr ja wieder komplett aufgelistet. Komme ich nochmal zurück, wie sage ich es meinen Jungen, deinen Jungen? In meiner Vorstellung ist der von erwachsenen Menschen, zähle ich mich dazu, viel zu selten durchgeführter Anstubsprozess der Jungen, eine vom Geburtsjahr derer abhängige, höchst sensible Angelegenheit. Für mich bleibt es zu hoffen, oder ich hoffe drauf, eine in der Folge gelungene und ausgewogene Melange aus den Einzelbestandteilen gefunden zu haben. Und ich bin immer noch an meiner Grenze. Ich habe mir jetzt auch ein paar Punkte notiert, die ich jetzt tatsächlich ablese. Was man also tunlichst vermeiden sollte, ist auf jeden Fall Angst vermeiden. Das bringt nichts. Sicherheit und Geborgenheit und Schutz vermitteln. Ich glaube, diese Punkte rangieren bei mir an oberster Stelle. Angst ist scheiße, Sicherheit muss sein. Mögliche Gefahren aufzeigen ist wichtig. Aber da ist wieder ganz schwierig, wie sage ich es jetzt dieser 13-Jährigen, pass auf, du könntest ja, ganz schwer, wenn ich das schon sage, gebe ich energetisch entweder was raus oder verdächtige möglicherweise jemand Falsches und schicke die schon so drauf, dass die überhaupt nicht mehr rausgeht aus Angst. Schwierig, aber einfach rausgehen zu lassen wie, ja geh doch mal raus. Das ist, also ihr merkt, das ist ein so schmaler Grat. Wichtig ist auch eben mal eben kein No-Mainstream zu gucken auf YouTube oder auch sonst wo. Fernsehen wird hier zum Glück, also ich habe jetzt bei uns hier so gut wie nichts geguckt. Also quasi, deswegen wäre jetzt hier ein Fernsehverbot obsolet, aber woanders denke ich schon, dass man sagt, hallo. Und auch das, auch wenn jetzt hier der mein 7-jähriges Stiefkind im Raum ist, und dazuhört und versucht leise zu sein. Was da kommt an Kinderkram, das unterscheidet sich von dem, was ich damals geguckt habe, auch, aber auch schon in der Geschwindigkeit, in der Abfolge, auch in der, sorry, Sinnlosigkeit. Und ich denke, Fallbeispiele ist auch okay, wir üben Schießen, Fallbeispiele durchspielen, macht auch einen großen Sinn. Was ist, wenn jetzt mal der Strom ausfällt oder
jetzt tatsächlich kein Wasser da ist oder die Heizung nicht geht. Fragen stellen, die Kinder immer wieder Fragen stellen und sie auch wirklich dazu zu ermuntern, dass sie sich Rat holen und Infos. Wobei, wie gesagt, sorry, das sind ja jetzt wieder die drecksverschissenen 70 WhatsApp-Nachrichten wichtiger als irgendwas, was die Mama oder der Papa sagen. Wieder Verbindung zur Natur, zur Seele, zu den Ahnen aufbauen, auch schweres Thema, habe ich selbst noch Probleme damit, zumindest zu den Ahnen, bin ich immer dran, habe ich noch nicht gepackt. Aber Oma, Uropa besuchen und mit denen kommunizieren und die auch befragen. Deswegen, und das jetzt nochmal, ihr seid jetzt nochmal dran. Ich bitte euch und freue mich, dass ihr mir da was schickt. Ich bin in diesen Punkten weitestgehend überfragt. Also nochmal, martin@wakenews.net. Ja, jetzt haben wir nochmal was, ja. Das habe ich gestern gemacht, ja. Also was heißt Spaß? Ich trage ja manchmal den Schulranzen meines siebenjährigen Schulkindes hoch, ja, und finde den schon extrem schwer. Und da habe ich gestern mal gesagt, hey du, jetzt stell du dich mal auf die Waage. Das waren so knapp 20 Kilo. Und jetzt zieh du mal den Schulranzen auf. Das waren dann 4 Kilo, ja. Da habe ich gedacht, scheiße. Das Kind ist 20, nein, nicht 20, hat knapp 20 Kilo und trägt jeden Tag mit Hin- und Rückweg, sind dann 4 Kilometer circa, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weiß ich nicht, so in etwa. 4 Kilo auf dem Rücken. Jeden Tag, also zumindest von Montag bis Freitag. Also sie trägt ein Fünftel ihres eigenen Körpergewichtes und ich sage dann Tornister. Und jetzt bin ich wahrscheinlich der Reichsbürger, der Rassist. Der dann wieder ins Abseits gestellt wird, weil ich Tornister sage. Also Wahnsinn. Und ich habe es bei den zwei anderen auch gemessen. Der Junge wiegt natürlich etwas mehr, hat aber auch mehr. Jetzt am leichtesten, in Anführungszeichen, hat dann die Älteste. Wahnsinn. Muss das sein? Warum muss man diese ganze Schulscheiße jeden Tag wieder zurücktragen? Kann man doch dort lassen. Also verstehe ich auch nicht. Ist irgendwie auch nicht so ganz cool und ganz nett. Und hat vielleicht auch irgendwas Gemeines an sich. Also ein Siebenjähriges muss nicht jeden Tag 4 Kilo schleppen. Rechnet's mal hoch auf einen Bundeswehrsoldaten, dann hat's genauso viel am Buckel, ja? Tja, ihr Lieben, das ist ja jetzt schon fast wieder leider das Ende. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich mache mir ja auch immer Gedanken und muss auch sagen, dass ich dann auch schon ein paar Stunden damit schon verbringe, wie ich euch das präsentiere und was mir wichtig ist. Es wird noch einiges passieren hier, das stimmt. Wie gesagt, Angst vermeiden, klar. Aber eben, das ist nochmal mein ganz wichtiger Appell, dass ihr mir da auch wirklich was schickt. Und das sage ich jetzt auch nochmal, um relativ nochmal zum Anfang der Sendung zu kommen. Es bringt nichts, sich auch noch mit dem Partner, mit der Partnerin, die ihr auch noch so liebt oder von der ihr auch noch so geliebt wird, in irgendwelche Kleinkämpfe zu begeben. Das endet irgendwann dann in der Trennung. Weil da kommt man eben, da fehlt der Nenner. Und da fühlt sich jeder irgendwie missverstanden oder dumm angemacht oder irgendwie, das gebe ich euch einfach mal für 2018 mit. Sucht euch dann die Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt und wollt, die dann nicht auf Niveau, klingt blöd, die auf eurer Wellenlänge sind. Und wo dann ein Austausch stattfindet, der dann möglicherweise Sinn macht. Dennoch, ganz wichtige Sachen, denke ich, die werdet los, beschränkt es aber auf maximal 15 Minuten am Tag. Und ich glaube, damit können alle gut leben. So, dann bedanke ich mich bei euch, beim Toss, beim Earl,
dass er so ruhig war. Also der Earl ist mein siebenjähriges Stiefkind. Vielleicht hört er es ab und zu bis beim Hintergrund, aber es ist goldig, die beiden spielen da auf dem Sofa, finde ich auch nett. Und macht's gut, passt auf euch auf und natürlich danke ans Wake News Team, auch an Karl-Peter Hofmann und alle, die da draußen ranplotzen. Und ihr habt ja jetzt auch wieder ein bisschen Arbeit, das wieder hochzuladen und zu produzieren und mit Bildern zu versehen. Tja, wie immer wird die Sendung gleich nochmal wiederholt und während des Umspulens hört ihr das Lied von Crack Rocks Deutschland. In dem Sinne, tschüss Martin von und mit Schlafstopp von Wake News Radio, Wake News TV. Hi folks, pay attention please. You can find our Wake News music on wakenews.net. Click Wake News Radio and on our blog musicwakenews.wordpress.com/music-channel-radio. Come on! Yeah, Deutschland. Was ist los mit dir, Deutschland? Alles geht zugrunde, Mann, Alter. Yeah. Aha. Wie kann es so weit kommen, Deutschland? Es muss sich was ändern. Yeah. Ja, wir sind Sklaven des Staates, Sklaven der Bürokraten. Was für uns bleibt, ist arbeiten, sparten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich Miete zu zahlen hab, weil ich jetzt schon für ein paar Sneakers zu sparen hab. Ich muss Geld machen, ohne abhängig von anderen zu sein. Fucker, ich will es selbst schaffen. Wir brauchen eine Revolution. Ich will Bestätigung dafür, dass sich mein Credo lohnt. Denn Fakt ist, die Zukunft liegt in den Jugendlichen. Doch man sieht nur, wie sie selbst ihre Zukunft finden. Ich halte nichts von Hartz IV. Der Staat lässt mich über Scherben laufen, als wäre ich ein Fakir. Ich hab kein Unternehmen, was soll ich unternehmen? Ich bin euch untergeben und werd untergehen. Dies hier ist der Untergang, nicht nur für mich, für alle Menschen und unser Land. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Auf dieses Land, Mann. Wieso stehen denn hier 5 Millionen Leute vor dem Arbeitslosenamt? Ey, den meisten geht's nicht schlecht, aber vielen könnte es besser sein. Eure Gesetze und die ganze Scheiße fesselt ein. Ich kenn Grasticker, die müssen einwandern. Doch ein Killerficker ist ein freier Mann. Überleg dir das mal. Das ist einfach nur krank, lauf in eine Sackgasse. Dann weißt du, wo's lang geht, ich bleib bei Verstand. Denn will nicht so kentern wie ein arbeitsloser Säufer in den Billiglohnländern. Und glaub mir, war man 20 Jahre ab, es wird noch schlimmer sein, wenn man nicht langsam mal was macht. Diese Kids mit Kiffen, Pillen, Pappen aufwachsen. Jungs von mir, die Bons rauchen nach dem Aufwachen. Aber auch das kommt nicht von ungefähr. Ich glaub, das wäre anders, wenn dir alles gelungen wäre. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Ich höre Lügen von euch und das ist der Anschlag. What? Für euch fetten Schlipsträger im Landtag. Wieso macht ihr euch die Taschen voll, ha? Deren Kinder mit 15 eine Waffe wollen? No. Ich will keine Kinder haben, guck. Das Leben ist nicht leicht in diesen Tagen. Und mein Land guckt zu, wie es draufgeht. Jeder hat Angst, es wird Zeit, dass wir aufstehen. Rausgehen und mit Steinen schmeißen. Fick die Polizei, schreien und Arbeit schmeißen. Ich kenn Leute, die müssen dealen, um zu leben, yeah. Deutschland wird Ghetto und du spielst mit dem Leben. Ich bin nie allein, der Vorteil der Straße, ich bin nie allein. Doch ich bin froh, wenn ich abends wieder einschlaf, die Augen zumach und vergesse, dass es mein Deutschland. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Schicht und ihr Punks könnt mich gerne kritisieren. Doch wenn ihr ehrlich seid, wäret ihr schon gerne so wie wir. Nimm die Sterne ins Visier, Homie. Denn wenn du denkst, du hast alles zu gewinnen, gibt es doch mehr zu verlieren. Shit, wir lesen täglich über Armut und Kriege. Und zu sagen, es war scheiße, wär noch hart untertrieben. Wo ist in diesen Tagen die Liebe? Wir hoffen auf morgen, aber uns bleibt die Hoffnung verborgen. Ich geb nicht auf, denn ich scheiß auf die Medien. Ja.
weil die Pisser meinen, dass sie jeden Menschen einzeln überlegen sind. Mich interessiert nicht, was Politiker reden. Sie haben nie was für getanes, neue Ziele zu geben. Ich scheiß auf SPD und CDU. Egal, wo ich jetzt noch stehe, es geht mir gut. Und ich brauche keine Leute, die erklären, was zu sagen ist, wenn 5 Millionen Menschen auf der Straße ohne Arbeit sind. Deutschland, du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel.